also willkommen, Teil 7 des Forschungsprojekts über den Hirschkäfer. Heute ist der 1. Juni 2013, das heißt, es ist jetzt 3 Monate her, seit wir das letzte Mal geprüft haben, wie es den Larven geht. In der Zwischenzeit waren sie im Keller bei einer Temperatur von 11 bis 14 Grad. Heute nehme ich jetzt mal rauf und schaue mir die einzelnen Käfer an, schaue, was sie für Fortschritte gemacht haben. Da unten sieht man den Gang einer Larve. Die kriecht da schön herum im Substrat. Das letzte Mal haben wir die Larven gewogen am 23. März. Das heißt, jetzt haben wir den ersten, sind jetzt bisschen mehr als 2 Monate. Da war diese Larve 2,9 Gramm und war eine L2. Die meisten Larven, die das letzte Jahr, also im Herbst 2012, ausgeschlüpft sind, blieben den Winter hindurch bis zum Winter L2 und sind erst im Frühjahr jetzt, haben sie sich gehäutet zu einer L3. Schauen wir es mal an, was da ist. Da sieht man ein schönes großes Loch in dem Substrat drin. Es ist aber noch nicht alles aufgefressen. Wir schauen mal, wo die Larve sitzt. Da unten sitzt sie. Komm hier, bitte zeig mal, wo die Larve ist. Die ist jetzt also zu einer L3 gehäutet, eine junge L3-Larve. Das sieht man, der Kopf ist noch breiter als fast als der Körper. Das heißt, es ist ein Zeichen, dass es eine ganz junge, relativ junge L3-Larve ist. Wir wägen die mal. Die ist jetzt schon 5,5 Gramm schwer. Und das trage ich natürlich jetzt hier im Computer ein. Das ist die Larve 20. Da habe ich die Liste des Wachstums, 5,5 Gramm. Die erhält jetzt hier einfach, ich schreibe hier plus Ei. Das heißt, sie bekommt jetzt hier noch ein Stück Eichenholz dazu ins Substrat hinein. Ich gebe das Substrat, wenn man das anschaut, es ist praktisch unverbraucht. Es hat nicht sehr viel Pellets, Tricot-Pellets drin. Ich mache das jetzt nochmal zusätzlich ein bisschen feucht wieder, weil in den letzten 2 Monaten sicher einiges an Feuchtigkeit verloren gegangen ist. Das Holzstück, das ich schon mal reingegeben habe, wurde hier zerfressen. Und jetzt geben wir hier ein neues Holzstück dazu. Ich habe es da hinten schon ein bisschen aufgeweicht. Es sind so weißfaule Eichenstücke von Stämmen der Eiche, die ich da die komplett weißfaul ist. Man kann die, wenn man das richtig macht, ich nehme ein bisschen das kleinere, kann man die da in kleinere Stücke zerteilen. Ja, jetzt wenn man es probiert, klingt es ja nicht. Da kann jetzt die Larve daran dann schön fressen und sie wird das auch machen. Sie wird einen Teil dieses Zergenagsels des Holzes, wird sie dann verteilen im Substrat und das nachher auffressen und sich davon ernähren. Ich mache natürlich hier von dem Substrat rein, nehme da ein größeres Stück von diesem Holz, das genau wie die Höhe hat des Substrates, steckt das da hinein. Nochmal Substrat obendrauf, ein bisschen pressen, das haben die Larven gern, wenn das Substrat ein bisschen verpresst ist, diese Hirschkäferlarven. So, und dann kommt die Larve wieder darauf. Da hat jetzt gerade so ein Kotpellet gelegt, da sieht man das. Das werde ich dann aufbewahren, auch diese Kotpellets. Man kann dann daran auch ein bisschen die Größen der Larven jeweils feststellen, ohne die Larven selber zu stören im Substrat drin. Wenn man sieht, wie groß die Pellets sind, kann man ziemlich gut abschätzen, wie groß auch die Larven sind. Und man muss die Larven dann nicht jedes Mal rausnehmen, um sie zu wägen. So, und jetzt kommt hier nochmals ein bisschen Wasser drauf, dass die Larve wieder weiter sich da entwickeln kann. Die Hirschkäferlarven, die haben ja gerne, wenn es ein bisschen feucht ist, das Substrat. Voilà, kommt der Deckel drauf. Und dann natürlich schreiben wir hier dann auch nochmals die entsprechenden Daten auf. 1.6. 5,5 Gramm L3. Also hier sieht man jetzt klar, da war am 22. Dezember letzten Jahres war sie 1,3 Gramm schwer, eine L2. 3 Monate später war sie 2,9 Gramm, immer noch eine L2. Und jetzt am 1. Juni ist sie L3 geworden, 5,5 Gramm. Das heißt, jetzt kommt dann der große Wachstumsschub, wo sie zunehmen, diese Larven.
Das ist jetzt eine andere. Hier sieht man am 26. September 2012 war die eine L2. Am 15. Dezember war sie bereits eine L3, die war also schon recht groß mit 7 Gramm. Im März 23. war sie 8,2 Gramm, immer noch L3, hat sie nicht mehr so viel zugenommen. Wir wollen mal schauen, was sie macht. Man sieht sie schon hier durch das Plastik hindurch, da schaut sie hervor. Da oben sieht man die Kopfkapsel, das scheint so ein ziemlich große Larve zu sein. Wir wollen mal schauen, wie es der geht, ob da ein Stück Eiche auch noch drin ist oder ob sie alles zerfressen hat. Voilà. Das Substrat, wenn wir es anschauen, das sieht immer noch recht gut aus, hat nicht zu viele Pellets drin. Ich nehme jetzt das kleine Pellet von der anderen Larve mal raus. Hol die da mal raus. Auch eine L3, hä? Wir werden die mal wägen, wie schwer das die ist. 8,3 Gramm. Die hat jetzt nicht sehr viel zugenommen seit dem letzten Mal. Da war sie 8,2. Also die hat jetzt in den letzten 2 Monaten nicht sehr viel an Gewicht gewonnen. Wir werden jetzt da nochmals von diesem frischen Holz, weißfaulen Holz geben. Und dann schauen, sobald die Temperaturen ja jetzt ein bisschen wärmer werden, dann kommen die Larven natürlich, kommt das Wachstum natürlich schneller voran, auch bei diesen Larven. Da kommt sie jetzt also da rein wieder, die Larve, in das Substrat. Ist auch eine L3-Larve. 8,3 Gramm, wir werden das dann auch wieder aufschreiben. Und so müssen jetzt alle diese Larven einzeln, werden die jetzt gewogen, werden die neu versorgt mit weißfaulem Holz. Mit dem Wasser wird dazugegeben, damit die Feuchtigkeit auch wieder stimmt in diesem Substrat drin. Das ist jetzt ein Teil der Pflege dieser Larven. Ich schaue hier, das ist die Nummer 21 gewesen. 8,3. Ja. Und da schreibe ich auch plus Eiche dazu. Das ist auch wieder klar. Vielleicht noch eine schauen wir an. Dann haben wir ungefähr ja. Begriff, das war eine kleine, die war am 26. März, war die eine L2, ungefähr 3 Gramm, das heißt, die haben wir nicht genau gewogen, aber haben ungefähr gesehen, wie groß das die war. Jetzt wollen wir schauen, was da passiert ist, da unten ist sie, man sieht genau, was passiert ist, auch die ist jetzt eine L3, hä? Vorne die breite Kopfkapsel. Auch das ist eine L3 geworden, die hat sich jetzt gehäutet und die hat sicher auch ein bisschen was zugenommen, ist jetzt 5,4 Gramm. Ja, das so viel zu pflegen. Es gibt natürlich recht viel Arbeit, wenn man das einzeln so macht, aber für das Forschungsprojekt ist es wichtig zu wissen, wie das Wachstum dieser Larven vor sich geht, damit wir nachher auch wissen, wie lange die Larven benötigen, um sich zum fertigen adulten Tier zu entwickeln. Besten Dank für die Aufmerksamkeit, viel Spaß. Thank you.